Hallo und herzlich willkommen zurück bei ARK, meine Freunde. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn wir heute viele schöne Sachen erleben. Ich werde auf ein paar Kommentare von euch eingehen. Ich werde ein paar Sachen machen, die ihr euch gewünscht habt, beziehungsweise auf die ihr mich hingewiesen habt. Ne? Das habe ich Agi versprochen. Guckt immer so böse. Wolle, mach das endlich. Mach endlich den Fabrikator, sonst pick ich dir auf deinen Kopf. Und mach vor allem, bevor du irgendetwas anderes machst, da hinten eine Wasserversorgung. Okay, okay. Ja, wir haben heute mal wieder unser geiles Ark-Outfit an. Ich dachte, vielleicht bringt es uns ja ein bisschen Survival-Glück, ein bisschen Experience. Wir können es gebrauchen, denn ich habe als allererstes auf Schwierigkeitsstufe 1 gestellt, also auf Maximum. Ja, was ich nicht ganz verstehe, hier steht Wasser 391 von 400 nicht bewässert. Ja, aber es hat doch Wasser. Woran liegt das jetzt? Liegt das jetzt am Regen, dass es doch ein bisschen Wasser aufsammelt, wenn es regnet? Oder liegt es doch daran, dass es hier am Wasser ist? Aber ich glaube eher, dass meine Vermutungen falsch sind und dass ihr alle recht habt und ich einfach mal jetzt das machen soll, was ihr mir sagt. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut und wir werden jetzt als erstes mal hier reinschauen, ob wir hier drin überhaupt noch so ein Teil haben. Ich habe die letzten Tage ein bisschen arg auf PS4 ach, guck mal hier, das meine ich doch. Das ist doch alles, was wir brauchen. Das brauchen wir doch. Wir haben die, können wir auch mal einen Wasserhahn hier reinsetzen. Ist zwar unnötig, aber sieht schick aus. Und Leder müssen wir auch neu machen. Mann. Hier fällt mein Ohrstöpsel immer raus. Das muss ich ab und an mal korrigieren. Ich habe irgendwie meinen besseren Kopfhörer-Dingens-Gedöns nicht gefunden. Aber mein Gott, sei es drum. Wir haben nicht genug Leder, um das alles zu reparieren hier. Dann müssen wir mal kurz hier rüber. Leder. Also auf der PS4 macht's auch Bock. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen, wegen des Menüs hier, ne? Das ist dann doch, ach so, eine Chitin fehlt uns. Ach, das ist eine Chitin-Rüstung. Gut, die können wir mit Leder natürlich nicht unbedingt, ne, und so. Ne? So müsste das gehen. Reparieren. Ah ne, die müssen wir hier reparieren. Oh, meine Güte, sind wir hier schon lange nicht mehr drin. Was fehlt hier? Ach ja, Chitin fehlt. Klar, es ist ja hier drüben. Also, ich habe es mir schlimmer vorgestellt mit dem Menü, aber es geht. Es geht. Es ist schon ganz intuitiv und das, macht es auf jeden Fall spielbar, sage ich mal. Aber das heißt, ich habe jetzt hier natürlich auch wieder erstmal zu lernen, wie das doch hier alles ging. Ja, ich freue mich sehr. Heute Morgen, heute ist nämlich ein freier Tag. Für mich ist es Freitag. Heute ist auch der Tag, an dem die Folge veröffentlicht wird, heute Abend. Ich hoffe, es klappt alles. Es ist Freitag, ist ein freier Tag für mich. Und deswegen ist trotzdem aber arg viel zu tun, ist klar. Ja, ich weiß, die Witze werden auch nicht besser, aber ihr habt es euch ja so ausgesucht. Auf jeden Fall habe ich gedacht, geil, jetzt geht's richtig ab. Kannst schön früh anfangen aufzunehmen. Ja, Pustekuchen. Ella Badge. Oh, wie geil ist denn seine Farbe, bitte. Nice. Pustekuchen, Ella Badge. So ist leider nicht. Denn ich musste auf ein Paket warten. Ich glaube, ich hatte es schon mal den Fall. Und ich habe es, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und jetzt fällt schon wieder der Stöpsel raus. Du kannst nichts machen, wenn du auf einen Paketboten wartest. Du kannst nichts machen. Also zocken schon mal gar nicht mit Kopfhörern. Weil da siehst du ja gar nichts. Hallo, ich will hier hoch. Ich muss hier hoch. Hoch. Ich spiel's nur mit einem Kopfhörer. Das geht mir richtig auf den Senkel, Freunde. Du kannst nichts machen. Nichts. Rumsitzen. Kannst nicht mehr entspannt online zocken, weil kannst ja nicht pausieren. Jetzt fällt der andere Stöpsel auch raus. I hate my life, Freunde. Das ist richtig belastend. Und geht mir mittelmäßig auf die Eiers. Ja, auf jeden Fall konnte ich nichts wirklich machen. Du kannst ja noch nicht mal kacken gehen, wenn der Paketbote kommt, wenn der sich angekündigt hat. Na, also ich weiß nicht, ob ihr so zu der Fraktion Schnellkacker gehört, die da sich auf den Pott setzen. Oh, Kompass haben wir auch noch nicht. Ne? Brauchen wir auch nicht, weil wir eh keine Ahnung haben. Auch mit Kompass nicht. Hallo, ich will hier drauf. Aber kannst du ja noch nicht mal in Ruhe auf den Pott? Geht nicht. Geht alles nicht. Und da finde ich, ist auch Verbesserungsbedarf in der Hinsicht. Sollte man irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich meine, es gibt ja schon diese Möglichkeit. Ich überlege, ob ich den tame, einfach nur, weil er so cool aussieht, oder? Der sieht richtig cool aus. Ich finde den richtig nice. Level 11. Lohnt sich eigentlich nicht, aber er sieht gut aus.
Es gibt ja schon die Möglichkeit, so wie auch beim Pizzalieferanten, sich das live anzeigen zu lassen, wo er gerade ist. Aber ach, ich finde, das ist mangelhaft. Dann steht dann da auch irgendwie sowas wie, ja, nur noch weniger als 10 Zustell- oder etwas mehr als 10 Zustellstopps, bis er bei dir angekommen ist. Ich denke so, ja, okay. Was heißt das jetzt? Also ich wollte ja eigentlich rausgehen, um diesen Scheiß hier abzuwerfen. Wahrscheinlich werden wir gleich angegriffen, ich höre es nicht, weil hier auf 7:30 diese Dinger sind. Kennt ihr das, wenn die nicht die richtige Größe haben und nicht passen? Weiß nicht wieso. Das sind so komische, die waren irgendwo dabei. Oder ich habe es mir ganz günstig irgendwo gekauft. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube bei Lidl oder bei Aldi, ich weiß nicht, bei einem dieser Discounter. Warum ist der eigentlich hier unten? Kannst du bitte mal hier oben drauf gehen? So. Sehr schön. Da bleibst du stehen. Wir müssen noch einen Ansaugstutzen bauen. Können wir das hier bauen? Haben wir das überhaupt schon gelernt? Ich glaube nicht, ne? Ansauger. Ansaug? Ne, Sauger. Sauger. An. Ich glaube, das heißt Ansaugrohr. Ne? Rohr? Ach, meine Güte, vielleicht haben wir es einfach nicht gelernt. Rohr. Steinwasser-Ansaugrohr. Das ist es, was wir brauchen. Das können wir jetzt bauen und damit können wir dann ganz getrost Steinwasser-Ansaugrohr. Wo ist es denn da? Ah, braucht Stein. Wer hätte das gedacht, dass das Steinwasser-Ansaugrohr ein paar Steine braucht? 25, die können wir jetzt hier auch mal schnell auf dem Weg hier sammeln. Oder haben wir gerade... Warte, machen wir das mal parallel. Wir können ja ein paar Sachen nebeneinander machen. Also gleichzeitig. Also wo ist mein Inventar? Hallo? Achso, ich war in der Entwicklerkonsole. Ha, man kennt es. Haben wir denn Betäubungspfeile? 6? Ja komm, 6 könnten doch reichen. Ein paar Bärchen können wir sammeln. Komm, dann machen wir das mal schnell. Aber ich fände es cool, wenn er... Na gut, er kommt ja eh zu uns, weil er uns angreifen wird. Ja, reichen 6 Betäubungspfeile? I hope so. Because if not... We have a problem. Können wir mal gucken, wie viel wir aushalten mittlerweile. Mal aufpassen, dass wir auch wirklich treffen und nicht gegen sein Hirn da machen. Oh! Hä, warum bin ich denn so gelb? Wieso war ich denn so gelb? Was ist das denn irgendwie ein... wie er aussieht mit den Dingern! Ich habe ein bisschen Angst. Ah, jetzt flieht er schon. Und wir haben keinen Pfeil mehr. Nein, nicht das Fundament angreifen. Nein, bist du denn des Wahnsinns? Nicht das Fundament angreifen. Nicht meine Brücke angreifen. Die Brücke kann da gar nichts für. Lass sie aus dem Spiel. Ist dein Kollege betäubt? Och mein Gott, müssen wir jetzt wirklich... Ja, wir müssen wirklich. Okay. Der hat ein bisschen mehr Power als wir. Ja, dieses Throwback ist kacke. Und das ist so kacke, dass es mir sogar wieder den Stöpsel aus dem Ohr reißt. Und der coole Farbendino, der vergammelt da wahrscheinlich. Können wir nicht einfach mal schnell ein paar Pfeile machen? Mann, wie unprofessionell ist das denn hier alles eigentlich? So, mach doch mal das da drauf, bevor ihr hier alles kaputt macht. Mensches Kinners. So, jetzt aber. Boah, 95. Das macht Damage. Nur 14, wenn man auf den Kopf schießt, ja. Er hat ja auch da seinen Ultrapanzer. Nein, 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 nein. Ich lass mich mal schön machen. Oh, ha, ha. 95. Achso, er ist schon tot. Okay, und was mit dem anderen? Wo ist denn der andere jetzt hin? Ja, ich weiß, man sollte niemals mit der Pike irgendwas ernten. Das ist Ressourcenverbrauch, aber whatever. Was ist denn mit dir jetzt hier los? Könnte es schaffen, ne? Wie viel Sauerstoff hat er noch? 0. Oh shit, er stirbt schon. Schnell mal eine Mejo-Beere rein. Boah, nicht. Also das ist doch hier kein Zustand. Das ist doch hier kein Zustand. So kann man doch nicht aufnehmen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder mit Strich auf der Stirn, weil der Hut zu eng war. Ist mir jetzt egal. Ich meine, so kann man ja wirklich, also so kann ich nicht leben, Freunde. Das geht überhaupt nicht. Gucken wir mal, wie viel Schaden er hier gemacht hat. Oh, nicht so viel, ne? Krass, guck mal, 9500 von 10.000. Naja. So, wie geht's unserem Trike? Ich glaube, nicht mehr so gut, ne? Der ist, glaube ich, vorhin gerade gestorben. Dann ernten wir mal ein bisschen Fisch. Dass wir wenigstens irgendwas hier Siegreiches zu Hause erzählen können. Ja, geht ja mal wieder super brillant los. Wir haben den schönen Trike platt gemacht. Aber gut,
Es ist, wie es ist. Dann machen wir jetzt halt damit weiter, dass wir Steinchen sammeln. Ne, man darf sich auch nicht immer ablenken lassen. Oh, ein Dodo. Oh, wie schön. Ne, das geht halt auch nicht. Aber was willst du machen? Dim, dim, dim. 25 Stein brauchen wir. Dann können wir dieses Ding bauen. Und dann müssen wir auch unseren Agi nehmen. Da habe ich auch schon wieder arg Angst vor und zum nächsten Metallberg fliegen. Aber ich glaube, wir nehmen den kleinen da hinten irgendwo. Ich glaube, da oben ist ja auch Metall, ne? Müssen wir mal gucken. Ich will nicht so weit, um Metall zu holen. Ich will nicht so weit. Aber wir brauchen Metall. Wir müssen jetzt echt mal ein paar Sachen aus Metall bauen, dass wir hier mal vorankommen. Ich möchte ein Gewächshaus bauen und. Also wirklich, es ist Folge 45, Freunde. Und was haben wir bisher geleistet, hä? Was haben wir bisher geleistet? Das fragen sich alle und da wollen wir bald auch mal eine akkurate Antwort drauf bieten können. Und deswegen bleibt uns ja nichts anderes übrig, als ab und an mal auch ein bisschen was zu machen. So, den Ansaugstutzen, den machen wir, müssen wir uns mal überlegen, wie wir das hier machen. Ich finde das irgendwie ein bisschen billig, hier das Wasseransaugding hinzubauen und dann nach dort zu leiten. Auf der anderen Seite, ja, wir können ja später nochmal unseren... Na doch, komm, wir machen das hier. Aber wir machen das so 90, so hier vielleicht. Weiß gar nicht, ob das so richtig ist, wo überhaupt vorn und wo hinten ist. Wir werden es ja gleich sehen. Ich glaube, da ist vorn. So. Na doch, das sieht doch ganz gut aus. Haben wir den Rest noch im Inventar oder haben wir das weggetan? Den haben wir gar nicht aufgesammelt, ne? Wir sind ja auch ein paar Flitzfiepen. Ein paar Flitzfiepen. Wo haben wir das denn gehabt? Hier, ne? Ja, wir haben das alles gar nicht rübergepackt. Können wir auch eigentlich noch ein paar gleich bauen? Haben wir denn nicht noch Stein irgendwie hier in der Werkbank? Nö, wir haben nur dieses Feuerstein. Dieses Frank Feuerstein? Nee. Frank Feuerstein? Wie heißt es denn? Fritz Feuerstein? Eigentlich, keine Ahnung. So, was haben wir hier? Ein vertikales Rohr. Ja, das finde ich gut. Wir verlegen Rohr, Freunde. Auf geht's. Ein vertikales Rohr. Jetzt, ich hoffe, dass das hintere Beet auch bewässert wird, sonst kriege ich wirklich die Krise. Haben wir eigentlich nicht, können wir nicht auch mit E, können wir nicht rein, mit Q auch nicht. Ich muss mir das mal umlegen, dass ich das Inventar irgendwie nicht immer auf I habe. Das ist total, naja, sagt ja schon der Name, es ist I. Es ist einfach I und das wollen wir nicht. Wir wollen das schön nah an der, am Finger haben. So, hier oben könnten wir jetzt so ein Wasserteil reinbauen. Das haben wir aber auch noch nicht gelernt, ne? Wasser. So ein Wasserhahn, das. Wir können ja mal ein bisschen was lernen. Wasserreservoir, verstärkter Schlauch. Brauche ich jetzt nicht. Wasserglas, Metallleitung. Ja, wir brauchen wahrscheinlich wieder jede Menge Stein. Und weil ich ja gleich auch noch einen Wasseranschluss zum Haus legen möchte, fände ich es ganz angebracht, wenn wir doch gleich mit unserem Agi, der ja auch noch gut was tragen kann, losdonnern. Bevor es dunkel wird, wisst ihr? Bevor es dunkel wird, kann ich das noch außer Hand nehmen, ja. Und mal ein bisschen Eisenerz sammeln. Beziehungsweise Stein und Eisen gleich in einer Fuge. Oh, das ist wieder so ein bunter. Hat das was mit dem Level zu tun? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob noch Santa-Event ist. Ihr habt geschrieben, dieser Raptor Klaus droppt Special-Sachen. Das hatte ich ja auch schon vermutet. Ich war mir noch nicht hundertprozentig sicher. Gibt es hier Eisenvorkommen? Ich glaube ja, ne? Du bist ja auch schick. Du bist ja ein Schicker. Du bist ja ein Schicker. Sind die da böse? Ne, sind sie, glaube ich, nicht, wenn man sie nicht nervt. Ich glaube, hier gibt es... Gab es hier Eisen? Da hinten sind da ein paar Raptoren. Wir müssen auch mal eine Raptor-Armee aufbauen. Ein Dilo, okay. Naja. Und übrigens, Spitzhacke ist für Obsidian, Metall und Kristall. Und für Stein diese Axt hier. Das habt ihr mir geschrieben in die Kommentare. Ich vergesse das andauernd. Ich muss es immer wieder ausprobieren, weil ich es wirklich andauernd einfach vergesse. Also nicht wundern. Ja, das hat sich jetzt richtig gelohnt, einmal über die halbe Map zu fliegen, um irgendwie drei Steine aufzusammeln. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock im Dunkeln da von der ersten Alpha-Raptor-Armee plattgetrampelt zu werden, weil wir haben jetzt auf Schwierigkeitsstufe maximal gestellt. Ne? Es wird noch ein bisschen dauern. Wir machen jetzt nicht wieder den Destroy Every Dino, Wild Cheat, irgendwas.
sondern... Ach, guck mal, da hinten diese Insel, da hinten links. Das ist auch hübsch, ne? Ja, das machen wir jetzt nicht. Aber sobald halt neue Dinos wieder spawnen, werden die halt entsprechend unserem fortgeschrittenen Spielgrad die maximale Schwierigkeitsstufe haben. Aber das kriegen wir schon hin. Ich bin da sehr optimistisch. Sehr, sehr optimistisch. So, wo ist das Wasserrohr? So, Wasserhahn. An diesem Wasserhahn kann man dann auch trinken, ne? Das ist das Coole. Deswegen kann man sich das in die Bude legen. Da muss man nicht immer zum Wasser laufen. Das ist in unserem Fall ja jetzt nicht so krass, das Krasseste, ne? Guck, jetzt kann ich jetzt hier hinlaufen und eh zum Wasser trinken. Seht, da unten halb voll und jetzt voll. Bei uns ist das nicht so weit entfernt, deswegen geht's noch. Aber wenn man eine Base baut, die ein bisschen weiter im Inneren ist, ihr versteht schon, ne? Bewässert, bewässert. Okay, das reicht also aus. Unsere Pflanzen sind jetzt also bewässert und brauchen Dünger, beziehungsweise haben wir eigentlich noch Dünger. Ich weiß, nicht gedüngt, ja, hier ist auch nichts drin. Ja, es braucht einfach lang, ne? Wir müssen Kristall farmen und so einen Glaskasten bauen. Ich würde jetzt ganz gern nochmal hier unser Rohr weiter verlegen. Einfach, dass wir hier so ein bisschen so ein Rohr quer durch den Vorgarten haben. Einfach nur bis hier, weil ich das einfach total schön finde. Können wir unseren Agi dran anschließen. Das ist nämlich der erste E-Agi hier in Ark. Ne? So. Wir haben nämlich ein paar Subventionen abgreifen können. Und jetzt muss unser Ark natürlich auch mal wieder auftanken. Damit wir damit einfach auch wieder fliegen können. Was willst du? Willst du uns Fleisch spenden? Ich weiß es nicht. Ja, was haben wir geschafft von dem, was wir uns vorgenommen haben für diese Folge? Gar nichts, aber wir verhungern. Alles halb so wild. Ich schau mal, dass ich hier mal ein bisschen noch Ordnung mache. Fischfleisch. Könnten wir auch eigentlich mal räuchern. Indem wir als erstes mal diesen ganzen blöden Kack droppen. Das können wir mal wegschmeißen. Gibt es eigentlich eine Müllpresse in Ark? Wäre schon cool. Mit O geht es raus. Wo man das alles reinschmeißen kann. Ein Axt-Skin. Das können wir mal auf unsere Axt drauf machen. Mal gucken, wie das aussieht. Aha. Boah, ist doch irgendwie ein ganz witziger Skin, aber... Ah, ich hab's nicht so mit Skins. Da weiß ich immer nicht, was mir das bringen soll. So, das hier kommt auch noch weg. Das hier brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir. Eins brauchen wir, den Rest nicht. Hier haben wir ein paar schwarze Öläpfel. So sehen sie zumindest aus. Können wir hier nochmal das Feuer anmachen, falls wir Holz dabei haben. Haben wir zumindest ein bisschen. So. Dann haben wir gleich ein bisschen Licht und haben auch wieder neues Happentappen. Das hier können wir noch reinpacken. Das können wir rausmachen. Dann können wir das hier noch reinpacken. Dann wird das hier alles schön durchgebraten, ne? Dass wir auch mal ein bisschen Fisch essen. Ein bisschen abwechslungsreicher. Omega-3-Fettsäuren. Darf man nicht vernachlässigen. Hier die Kohle können wir hier reintun. Ah, ne, es geht ja nicht. Dann tun wir halt die Kohle hier rein. So viel brauchen wir eigentlich auch nicht, ne? Ach, guck mal, wie viele Narcotics wir hier noch haben. So, ein bisschen Gammelfleisch noch rein. Eine Narkobeere rein. Die wird eh vergammeln. Ist doch auch egal. So, dann können wir hier noch unsere Rohre reinmachen. Für später, ne? Ist jetzt nicht das Wichtigste, aber irgendwann hätte ich schon gerne eine schöne Wasserleitung in unserer Bude. Abzweigrohr. Da kann man schon viele Sachen mitmachen. Das ist eigentlich schon ganz witzig. So, wie viel Eisen haben wir denn? Wie viel Eisen haben wir da? Zwei. Wow. Und wie viel brauchen wir für den Fabrikator? Wir können ja nochmal kurz leveln. Wir können nochmal kurz hier leveln. Was heißt leveln? Also gucken, was wir hier so brauchen. Kompass brauchen wir nicht. Haben wir ja auch gelernt. Pinsel. Ah, so kosmetische Sachen. Naja. Stimulanzien, die uns richtig in Stimmung bringen, brauchen wir nicht. Wir sind ja schon richtig in Stimmung. Zement, Kriegstrommel. Holzgeländer. Boah, könnte ganz... Große Holzwand. Könnte alles ganz interessant sein. Grabstein brauchen wir erstmal auch nicht. Ich habe so schnell nicht vor, wieder zu sterben. Das können wir mal lernen. Doppeltür, das ist ja natürlich schick. Ein Heilmittel sollten wir vielleicht auch mal lernen. Das wäre, glaube ich, mal ganz gut für uns. Hier so Türrahmen, Gedöns und sowas. Das brauchen wir dann für unsere Dino-Falle. Grüße gehen raus an HT Chris. Vielen Dank für die Anleitung, wie man so eine Dino-Falle baut. Schere, damit wir mal unseren Bart schneiden können. Wandfackel, damit es mal... Oh, Fallschirm. Brauchen wir eigentlich auch eher im PvP als hier, aber wir können es ja mal bauen. Diese Pelzausrüstung fürs Schneebiom brauchen wir erstmal nicht. Rauchgranate, mega cool. Wieso haben wir denn das gelernt? Weil wir schon irgendwas anderes gelernt haben, ne? Artefaktsockel, tja, davon habe ich noch nicht so viel Ahnung. Verstärkte Tür.
dies, das, Ananas. Eine Feuerstelle aus Stein, das können wir uns bauen. Braucht man hauptsächlich, wenn man im Schneebiom irgendwie was baut. Weil die ist auf jeden Fall sehr wärmespendend. Ein Schwert wäre auch cool. Balliste können wir zur Verteidigung aufs Dach bauen. Aber hier sind ja nicht so krasse Dinos. Eine Toilette. Wir kacken gerne einfach auf dem Teppich. Brauchen wir erstmal nicht. Revolver haben wir. Kanone brauchen wir auch nicht. Gewehr. Harzsammler. Das wäre auch cool. Bierfass. Was wir nicht noch so alles bauen können. Ne? Nachwachsdünger. Da kann man Bäume und so ein Shit in der Umgebung. Entschuldigt meine Wortwahl. Bäume und andere vegetative Sachen wieder hinaufzüchten, die so in der Umgebung platt getrampelt sind und nicht wieder spawnen, weil sie zu nah an einem Gebäude sind. Schalldämpfer brauchen wir nicht. Soll ruhig richtig krachen, wenn wir schießen mit unserer Wumme, mit unserer Piff-Paff. Piff-Paff-Puff. Strom, ja, das ist was, was noch sehr interessant wird. Fabrikator haben wir schon gelernt. Für den Fabrikator brauchen wir 35 Metallbarren und 15 Kristall. Und das ist das, was wir in der nächsten Folge dann wirklich machen werden. Wir werden losdonnern, sobald Tag ist, und werden diesen Kram besorgen. Und dann sage ich an der Stelle mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir holen noch unseren Orgi da weg. Der müsste jetzt aufgetankt sein. Der hat nämlich eine High-Speed-Charge-Funktion. Und dann, jo, reicht ja, wenn wir ihn hier parken, ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen oder so. Ciao, ciao.